unter anderem ein Year-Kompass, wo man am Ende des Jahres aufschreibt, was einem in dem Jahr passiert ist und was man toll fand. So eine Hilfestellung, was man loslassen will, welche Ziele man erreicht hat. Also, dass man einfach bei sich ist. Oder auch Glitzerpunkte. Diese Glitzerpunkte hat meine Schwester mir gerade geschenkt und ich liebe einfach Glitzerpunkte. In allen Variationen klebe ich mir die gerne ins Gesicht. Das ist richtig toll. Überall im Gesicht. Hier für jetzt vielleicht so ein bisschen viel. Ich habe ja auch schon zwei. Also, ey, Glitzerpunkte forever.